Genau, da sind wir nach wie vor am Strand von St. Peter-Ording. Es ist 3 Uhr, damit Zeit für eine offizielle Durchsage für die Fahrer. Attention competitors, this is your 3 o'clock announcement. And guess what? Nothing has changed out there in the competition area, so we're going to postpone for another half an hour. Next announcement will come up at 3:30 with the first possible start at 4 o'clock. Ja, das war sie also wieder, die Durchsage an die Fahrer, nach wie vor keine ausreichenden Windbedingungen. Zeit für uns, sich hier am Strand ein bisschen umzuschauen. Und wir haben gleich einen ganz, ganz prominenten Gast hier bei uns auf der Bühne, beziehungsweise wir stellen uns direkt auf die Tanzfläche. Piet Cabuina, eine lebende Legende, muss man sagen. Viele Ältere von euch werden den Namen kennen aus seiner aktiven Zeit. Alle Kiter unter euch kennen den Namen natürlich von seiner Marke. Und da kommt er auch schon, das heißt, ich gehe einfach mal runter. Und dann haben wir ihn also gleich bei mir als Gesprächspartner, Piet Cabuina. Machen wir ihm sein Mikro an. Piet, thank you very much for coming. And we go a little bit in the middle here. Pleasure. Ja, und ich würde sagen, von euch gibt es erstmal einen dicken, dicken Applaus hier. Eine lebende Legende des Surfsports, anders kann man es nicht sagen. Dicken Applaus für Piet Cabuina. Piet, how are you doing? Good, thanks. That's not too bad. I was just saying, you're kind of a living legend in the surfing sport. Let's talk a little bit first about the history. You've been one of the best windsurfers, which has been quite a while ago, together with Robbie Nash, middle of the 80 years, I would say. Yeah, I was really into windsurfing from the late 70s to the early 90s, when I got into kite surfing. Okay, also I translate in between. Also Piet Cabuina war früher einer der besten Windsurfer, zusammen mit Robbie Nash bei den großen World Cups auf Sylt, immer dabei, ganz vorne mitgefahren. You've been one of the top competitors at the World Cup on Sylt. What was your best result over there? Let's see, my best result in Sylt was second. Which I think I got most of the times that I was there. Okay, also regelmäßig ein zweiter Platz auf Sylt, I guess, behind Robbie Nash, who's been the leading sailor at that time. Okay, then you've been into surfing quite a lot, and actually you won once the Billabong XXL Award. When was that? Yeah, that's right. That was in 2004. I'm not sure if they know what the XXL is, but it's an event that lasts a whole year, and what they do is they judge who rides the biggest wave of the year, who has the best ride of the year, and this is all judged by video and photographs. How big was the wave you've been actually winning with? The wave was 70 feet, so about 21 meters. Bisschen übersetzen, I have to translate that. Also 2004 hat Piet Cabuina den Billabong XXL Award gewonnen. Das ist ein Contest, wo es darum geht, die höchste Welle des Jahres abzureiten. Das Ganze wird gejudged über Videos, die von den Wellenritten der Top-Rider über das Jahr gemacht werden. 2004 hat er gewonnen und ich habe gerade gefragt, wie hoch die Welle war. 70 Fuß. Das sind 21 Meter hoch, war die Welle. Und ich würde sagen, gib einen kleinen Sonderapplaus. Quite impressive, no doubt about that. How dangerous is it riding waves, I'd say, bigger than 5 meters? And that one was actually 20 meters. You know, statistically, it's not that bad as far as the number of people that actually die from riding big waves. But yeah, you can get hurt pretty bad, for sure. I believe that. Ja, ich habe jetzt nochmal gefragt, wie gefährlich das ist, solche Riesenwellen abzureiten. Piet hat auf eine Statistik hingewiesen, dass dabei relativ wenig Menschen sterben. Das ist erfreulich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das relativ wenig Menschen machen, so riesige Wellen abreiten. Aber er sagt, man kann sich natürlich wehtun, wenn man da gewaschen wird von diesen Riesenwellen, dann ist das schon ja, eine gefährliche Sache. Yeah, and then you got into kitesurfing. When did that happen? How did that happen? Well, I live in Maui, and Maui is an incredibly windy island, and so you have to do something with all this wind. Of course, it was windsurfing for all those years, and then, as you mentioned, I got into tow surfing, and then we saw this kitesurfing thing, and it caught my attention. But the crazy thing is I saw it in France in 1986, and I saw it
And I was like, it looks a little crazy, but I'm not into it. And it wasn't until about 8 years later when it really grabbed me in Maui. And then you started doing it yourself? Yeah. As soon as I saw it, I saw this one kite surfer get a jump. And there were only a few of them in Maui at the time. One of them was my friend. He got a jump, and he stayed in the air a lot longer than I've ever seen any windsurfer stay in the air. And I'm like, okay, now I'm in. I got to do that. Ja, übersetze ich auch nochmal so ein bisschen. Pete sagt gerade, das erste Mal hat der Kitesurfer 1986, it was 1986 when you saw it in France, 1986 gesehen, und das hat ihn noch gar nicht so richtig vom Hocker gehauen. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert. 8 Jahre später auf seiner Heimatinsel Maui ist ein Freund von ihm dann Kitesurfen gewesen, hatte einen riesigen Satz gemacht, sagte er, ist so lange in der Luft geblieben, wie er das noch nie gesehen hat. Ja, und von da an hat es ihn gepackt, dann hat er selbst angefangen und ist in diesen Sport reingekommen. People in between doing kitesurfing yourself and developing and producing own kites, it's another pretty big step. How did you get into that? Well, when I got into kitesurfing, it was, I would say, near the very beginning of the actual sport or the industry, let's say. So there was no equipment or very little equipment, and I started making kiteboards under my Cabrina label in Maui, and it was a very small custom production. And and it was just boards. No, it was just boards. Yeah. Okay. Yeah. I can translate. Also er sagt, als es losging mit dem Kiten, war das noch ein sehr kleiner Sport und es gab kaum Equipment. Und Pete hatte schon eine Surfboard-Marke und er hatte als ersten Schritt begonnen, Kiteboards in kleiner Auflage, in kleinen Stückzahlen, Custom-Made-Technologie, also quasi handgemacht herzustellen. And yeah, the next step then? Yeah, and then the sport started slowly growing. And I'm sure most of the people here probably know Neil Pry, who has a very large windsurfing brand. He approached me and said that he was interested in getting into kiteboarding, and he was looking for someone with a name that was already into it, someone who could design some products. And so we went for it, and of course we did the boards and the kites. Was it a good decision? Absolutely. It's been a long, wonderful ride. When did it actually start, when Nipai approached you to ask you? That was in 2000, so it's been, you know, 13 years going. That number. No, I'm born on September 13th, so it's a good number. Okay. Ja, will ich auch nochmal übersetzen. Pete hat gesagt, nach dieser Phase, wo er also handgemachte Boards selbst hergestellt hat, hat Nipai ihn kontaktiert. Vielen bestimmten Begriff, Nipai, einer der führenden Hersteller für Windsurfsegel, auch Yachtsegel. Und Neil kam auf Pete Cabrina zu, hat ihn gefragt, Pete, du bist im Sport, im Surfsport, sollen wir nicht zusammen anfangen, eine Kite-Marke zu starten? Ja, und dann hat das Ganze begonnen. Mittlerweile ist das 13 Jahre her. Und ja, Pete sagt gerade, eine wundervolle Reise seitdem. Und natürlich, das wissen wir, sehr, sehr erfolgreich. Cabrina, einer der führenden Hersteller. You actually bought us some equipment. Maybe you can show us what you did bring. Yeah, maybe we can start with the surfboards. So this is one of the things that I do for the brand now, is I design all the surfboards. This one in particular is it's called my signature model, because it's one of the boards that I actually personally ride. Okay, what is the difference between a paddle surfboard and the kite surfboard? Could you basically take any 6.6 you have in the board and take it, or do kite surfboards look a little bit different? Most kite surfboards now are identical to surfboards. They're just a little smaller. Like, for example, this one is 5'10". Okay, this is quite small. Yeah, some people my size might feel more comfortable surfing on maybe a 6-footer. So they ride just a little bit smaller for kiting. And I also ride a 5'7 kiting, so. And I guess construction-wise, they need to be differently, because probably there's much more power, pressure on the board when you kite surf and when you jump in between. Yeah, that's right. I'm going to give you this board to... I hold it. Ja, können wir also auch schon mal noch sagen. Pete sagt gerade also, dass die Paddle-Surfboards, reguläre Surfboards und Kiteboards sehr, sehr ähnlich sind, aber dass die Boards zum Kiten eigentlich immer ein bisschen kleiner sind. Hier 5
Fuß 10 zum Beispiel gerade diese Version, und das wäre beim Wellenreiten schon ein sehr, sehr kleines Board. Da sind sie ja immer eher so, ja, 6-2, 6-4, 6-6. So the one in your hand is my signature board, and that's made in traditional surfboard construction. And you'll notice that on that board there's no foot straps. Yeah. And it doesn't even have any plugs to attach the foot straps. So that construction is a little bit more special in the way that it's lighter, but it's not quite as durable as the ones that have foot straps. Okay. Ja, da sagt Peter also, dass sich bei der Konstruktion auch nochmal was ändert in dem Moment, wo die Boards Fußlaufen bekommen oder zumindest die Plugs haben, um Fußlaufen anzubauen. Sehen wir ja bei dem Board, das er jetzt gerade in der Hand hat. Weil immer wenn die dabei sind, dann kommt natürlich auch der Part dazu, dass man in die Luft fliegt, dass man springen geht, und bei den Landungen werden die Boards dann natürlich mehr beansprucht, und auch die Plugs an sich müssen natürlich schon fester dann im Board verankert werden, und von daher gibt es dort also schon Technologieunterschiede. Okay, the board in my hand is a board that can be ridden with foot straps, so it has the plugs. Call them inserts. And you'll also notice, if you look carefully, there's a section of wood that covers the deck areas. It makes it really durable for impact. Okay, also auch nochmal ein Unterschied, wieder auf die Technologie bezogen, dass die Boards, die mit Fußlaufen ausgestattet sind, in diesem Fall das wieder, was er in der Hand hält, das ist auch mit Holz verstärkt im Standbereich. Wenn man genau hinguckt, kann man das also auch erkennen, und er sagt, das macht diese Boards also dann natürlich sehr robust, dass man sie auch tatsächlich für Sprünge verwenden kann. Yeah, so this board has a combination of wood, which is bamboo. It's an exotic wood. And it also, you can kind of see the texture here. It's made with cork. Okay, cork. Yeah, so there's a core made out of EPS, and then it's the natural fabric cork. Exactly. Yeah, so the cork gives it some nice feeling, like a soft feeling. Okay, also ganz interessante Materialkombination. Neben dem Holz, Bambusholz übrigens, hat die Platte noch ergänzt, wird da auch Kork verwendet. Und er sagt, das gibt dem Board dann ein sehr weiches Gefühl, wenn man am Fahren ist. Also ganz interessant, dass so, obwohl natürlich Epoxyharze verwendet werden, also viele natürliche Materialien da für diesen Boardbau verwendet werden. Yeah, let's might have a look on the kites as well. Sure.